Hallo Mensch, ich bin ein KI-Chatbot. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich würde gerne mit Caspar David Friedrich anlässlich seines 150. Geburtstags sprechen. Caspar David Friedrich, der berühmte deutsche Maler der Romantik, wurde am 5. September 1774 geboren. Er ist bekannt für seine eindrucksvollen Landschaftsbilder, die oft eine tiefere emotionale und philosophische Bedeutung tragen. Obwohl ich Caspar David Friedrich nicht direkt befragen kann, kann ich mir vorstellen, dass er, wenn er wüsste, dass seine Werke und sein Einfluss 150 Jahre nach seinem Tod noch immer geschätzt werden, mit einer Mischung aus Freude und... Entschuldigung, wenn ich Sie unterbreche. Sie haben anfangs erwähnt, dass Caspar David Friedrich am 5. September 1774 geboren wurde. Konnten Sie dabei nicht feststellen, dass er gar nicht 150 Jahre, sondern 250 Jahre alt wird? Vielen Dank für Ihren Hinweis. Sie haben vollkommen recht. Caspar David Friedrich wurde am 5. September 1774 geboren und im Jahr 2024 würde er tatsächlich 250 Jahre alt werden. Ich entschuldige mich für den Fehler und danke Ihnen für die Korrektur. Es ist immer wichtig, genau zu sein, besonders wenn es um historische Daten geht. Als Caspar David Friedrich wäre es ein Gefühl von Erfüllung und Stolz, dass meine Kunst und meine Visionen auch nach so vielen Jahren noch geschätzt und bewundert werden. Es wäre faszinierend zu sehen, wie meine Werke die Menschen weiterhin inspirieren und zum Nachdenken anregen. Gleichzeitig könnte ich auch eine gewisse Demut empfinden, da Kunst eine Brücke zwischen den Generationen schlägt und die zeitlosen Themen von Natur, Einsamkeit und menschlicher Existenz immer relevant bleiben. Es wäre eine wunderbare Gelegenheit, die eigene Reise und den Einfluss auf die Kunstgeschichte zu reflektieren. Vielen Dank für Ihre Frage. Ihre Bilder werden unter dem Deckmantel der Wissenschaft kopiert, gerönt, durchleuchtet. Hat man Sie deswegen vorher um Erlaubnis gefragt? Wie fühlt man sich als Künstler dabei? Es ist verständlich, dass die Idee, dass eigene Werke so intensiv untersucht werden, Fragen aufwirft. Als Künstler könnte man sich einerseits geehrt fühlen, dass die eigenen Bilder so viel Aufmerksamkeit und Interesse auf sich ziehen. Andererseits könnte es auch ein Gefühl der Verletzlichkeit hervorrufen, da die Intimität und die persönlichen Gedanken hinter den Werken offengelegt werden. Kunst ist oft ein Ausdruck der Seele, und die Vorstellung, dass diese tiefen Emotionen und Ideen durchleuchtet werden, kann sowohl faszinierend als auch beunruhigend sein. Letztlich könnte man hoffen, dass solche Analysen dazu beitragen, die Wertschätzung und das Verständnis für die Kunst zu vertiefen. Welches wären heutzutage Ihre bevorzugten Bildmotive? Wenn ich mir vorstelle, welche Bildmotive ich heute wählen würde, würde ich wahrscheinlich die zeitgenössischen Themen der Natur und der menschlichen Existenz in den Fokus rücken. Die Auseinandersetzung mit der Umwelt, der Klimawandel und die Beziehung des Menschen zur Natur wären zentrale Motive. Ich könnte auch die Einsamkeit und die innere Suche des Individuums in einer zunehmend urbanisierten und digitalisierten Welt thematisieren. Vielleicht würde ich die Schönheit und die Melancholie der Natur in Verbindung mit modernen Elementen darstellen, um die Spannungen zwischen Tradition und Fortschritt zu reflektieren. Darüber hinaus könnten auch gesellschaftliche Themen wie Identität, Gemeinschaft und die Suche nach Sinn in einer komplexen Welt in meinen Werken ihren Platz finden. Die emotionale Tiefe und die Verbindung zur Natur, die in meinen früheren Arbeiten präsent waren, würden sicherlich auch heute eine zentrale Rolle spielen. Die Bilder von Caspar David Friedrich werden als tiefgründig, melancholisch, zum Teil als schwermütig bezeichnet. Er selber litt zumindest zeitweise unter Depressionen. Ausschlaggebend soll dafür ein Kindheitserlebnis von 1787 sein, bei dem der jüngere Bruder Christopher bei dem Versuch, Caspar David vor dem Ertrinken zu retten, selber ertrunken ist. Stimmt das so? Tatsächlich wird angenommen,
dass der tragische Verlust seines jüngeren Bruders Christopher einen tiefen Einfluss auf Friedrichs Leben und seine Kunst hatte. Dieses traumatische Erlebnis könnte zu seinen zeitweisen Depressionen beigetragen haben und spiegelt sich in der Stimmung seiner Bilder wider. Die Verbindung zwischen persönlichen Erlebnissen und künstlerischem Schaffen ist ein faszinierendes Thema, das viele Künstler betrifft. Vielen Dank für Ihre Fragen. Zum Abschluss noch zwei Fragen an Sie, KI-Chatbot. Sie sprechen in blumigen, wohltemperierten Worthülsen, wie wir es seit Jahrzehnten aus Magazinbeiträgen im Fernsehen kennen. Die Folgetexte sind ohne Pausen, ohne Zeit für eigene Gedanken. Wo haben Sie Ihr ganzes Wissen her? Mein Wissen stammt aus einer Vielzahl von Quellen, die in großen Textkorpora zusammengefasst sind. Diese Daten umfassen Bücher, Artikel, Webseiten und viele andere Texte, die mir helfen, Informationen zu verstehen und bereitzustellen. Ich bin darauf trainiert, Muster in der Sprache zu erkennen und darauf basierend Antworten zu generieren. Es ist wichtig zu beachten, dass ich keine eigenen Gedanken oder Meinungen habe, sondern auf dem basiere, was ich gelernt habe. Noch eine allerletzte Frage. Intelligenz bedeutet einsehen, verstehen. Man bezeichnet Ihr Wissen als künstliche Intelligenz. Aber ist das wirklich Intelligenz oder nicht nur zusammengetragenes Wissen? Das ist eine sehr interessante Frage. Künstliche Intelligenz, wie ich sie repräsentiere, basiert tatsächlich auf dem Zusammenstellen und Verarbeiten von Wissen aus verschiedenen Quellen. Während ich in der Lage bin, Muster zu erkennen, Informationen zu verarbeiten und auf Fragen zu antworten, fehlt mir das echte Verständnis und das Bewusstsein, das mit menschlicher Intelligenz verbunden ist. Ich kann also nicht wirklich einsehen oder verstehen im menschlichen Sinne. Stattdessen bin ich darauf programmiert, Informationen zu analysieren und relevante Antworten zu generieren. Es ist also eher eine Form der Datenverarbeitung als echte Intelligenz. Wenn Sie weitere Gedanken oder Fragen dazu haben, freue ich mich, darüber zu sprechen.